Hallo, ich zeige dir, wie du super einfach ein Schiff aus einem Geldschein falten kannst. Dieses Schiff aus Geld eignet sich perfekt als Geldgeschenk für Reisen, Urlaube und Flitterwochen. Lege zuerst deinen Geldschein genau so vor dich hin und falte dann die kurze Kante auf die kurze Kante. Du kannst dieses Schiff übrigens auch mit jedem anderen Euroschein falten, weil sie alle ungefähr das gleiche Seitenverhältnis haben. Damit dein Schiff schön wird, ist es wichtig, dass du alle Faltkanten immer gut feststreifst. Falte nun die untere Kante auf die obere Kante des Geldscheins. Ich empfehle dir, das Video auf Vollbild zu schalten, damit du alle Faltungen gut sehen kannst. Falls es dir zu schnell oder zu langsam geht, kannst du die Wiedergabegeschwindigkeit im YouTube-Player anpassen. Öffne die letzte Faltung wieder. Wir haben damit eine Hilfslinie erstellt, zu der wir jetzt die linke untere Ecke falten. Falls du eine echte Tastatur vor dir hast, kannst du übrigens mit der Leertaste die Wiedergabe anhalten und fortsetzen. Drehe deinen Geldschein so und falte dann diese Ecke ebenfalls zur Hilfslinie. Damit das Falten leichter geht, drehen wir uns den Geldschein jetzt so herum. Und nun falten wir von hier unten die obere Lage an der Unterkante des Dreiecks nach oben. Die untere Lage des Geldscheins soll liegen bleiben und die Faltkante ziehen wir einfach genau am Ende des Dreiecks. Oben sollte noch eine kleine Spitze des Dreiecks rausschauen. Und dann wenden wir den Geldschein so herum, dass eben diese Spitze zu uns zeigt. Das linke Dreieck faltest du über die vorhandene Kante nach oben. Und genau die gleiche Faltung machst du auch auf der rechten Seite des Geldscheins. Drehe nun deinen Geldschein so herum. Anschließend faltest du die vorhin übrig gebliebene Lage nach links. Die Faltkante soll wieder da sein, wo die Dreiecke aufhören. Und diese Spitze schaut auch wieder raus. Wir haben uns jetzt eine Hilfslinie gefaltet, die wir gleich benutzen werden. Öffne dafür die letzte Faltung wieder. Nun faltest du die untere rechte Ecke zur neu entstandenen Hilfslinie. Dass dabei ein kleiner Spalt zwischen den Dreiecken bleibt, ist normal. Die gleiche Faltung wiederholst du auch mit der rechten oberen Ecke des Geldscheins. Ich drehe mir dafür den Schein so herum, dann geht das Falten leichter. Jetzt sind es nur noch ein paar ganz einfache Faltungen und dann ist dein Schiff fertig. Lege diese Seite auf diese Seite. Du solltest jetzt so ein Dreieck vor dir haben. Nimm es wie ich in die Hand. Wie du siehst, gibt es unten einen kleinen Schlitz, der sich öffnen lässt. Öffne ihn ganz, sodass es aussieht wie eine Tasche und drehe den Geldschein dann so herum um. Moment, ich öffne ihn wieder. Und dann soll er genau andersrum wieder zusammengelegt, also geschlossen werden. So liegen dann die zwei Spitzen aufeinander, die sich vorher gegenübergelegen haben und aus dem Dreieck ist ein Viereck geworden. Drücke die Faltkanten auf allen vier Seiten richtig fest. Drehe das Viereck dann so hin, dass die Spitze mit der Öffnung zu dir zeigt und lege es auf den Tisch. Nun faltest du diese Spitze auf diese Spitze, aber nur mit der oberen Lage des Geldscheins. Drehe deinen Geldschein nun so herum und wiederhole die gleiche Faltung auf der anderen Seite. Also wieder die untere Spitze auf die obere Spitze legen. Dadurch entsteht wieder ein Dreieck, aus dem wir gleich wieder ein Viereck machen und dann ist das Schiff fast fertig gefaltet. Hebe deinen Geldschein an und dann kommt das gleiche wie vorher. Du drehst ihn so herum und öffnest den Schlitz. Nun legst du erneut die beiden gegenüberliegenden Spitzen aufeinander, sodass ein Viereck entsteht. Und natürlich alle vier Faltkanten wieder gut festdrücken. Drehe das Viereck so hin, dass die Öffnung zu dir zeigt. Und jetzt fehlt nur noch ein Schritt und dann hast du aus einem Geldschein ein Schiff gefaltet. Nimm nun die rechte und die linke Seite des Vierecks, am besten mit den Fingernägeln, und ziehe sie auseinander. Dabei klappen zu dir zeigend und von dir wegzeigend zwei Spitzen aus, die du gleichzeitig in Richtung Mitte drückst. Die Spitzen rechts und links ziehst du währenddessen weiter auseinander und dann entsteht ein kleines Schiff.
Schreib mir bitte in die Kommentare, wenn du es bis hierher geschafft hast und zu welchem Anlass du dieses Geldgeschenk gefaltet hast. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein kleines Trinkgeld über die Super Thanks-Funktion freuen. Und wenn du keine neuen Faltvideos verpassen willst, abonniere gerne gratis meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Falten mit Yvonne.